Hallihallo, meine lieben Haunting Ground-Freunde. Wir sind mal wieder zurück und. Come on. Wo ist Hund? Ach, da ist Hund. Wir wollen dann auch schon mal weiter. Schon mal. Mein PC ruckelt gerade mal wieder. Wie schön. Finde ich immer wieder gut. Und ja. Wir werden erstmal das Drachenrätsel versuchen zu lösen. Und ja. Ich habe Angst vor Daniela. Ich will ihr nicht gerne begegnen. Wirklich nicht gerne. Come on. Aber was soll ich tun? Ah! Nein! Nein! Oh fuck. Nein! Lass mich gehen! Autsch! Nein! Nein! Oh Gott! Fiona, reg dich ab. Scheiße. Oh, jetzt fällt sie auch noch hin. Komm schon. Ach komm, Fiona. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Hund. Huey. Oh fuck. Wahrscheinlich habe ich so ein Glück, dass er mich jetzt findet. Scheiße. Ja, genau, ich bin nicht hier, geh weg. Kusch! Doofe Daniela. Also ich finde die Frau ja schon ziemlich freakig. Aber vor Debilitas. Nein! Vor Debilitas hatte ich irgendwie mehr Panik. Ich weiß nicht warum. Aber sie wird jetzt nachgucken. Oh ja, scheiße. Nee. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht wiederkommt. Ich möchte das nicht so gerne. Zum Glück hat die Musik jetzt eingesetzt. Ach du Scheiße, sag ich nur. Ach, Huey, danke schön. Huey. Komm. Huey. Oh Gott. Damit habe ich jetzt echt weniger gerechnet. Aber wunderschön. Das freut mich riesig. Ist sie wieder am Putzen? Come
Come on. Ich hoffe doch. Wie zum Teufel hat sie das gemacht? Kann sie sich teleportieren oder wie jetzt? Ich verstehe es einfach nicht. Come on. Komm mit Yui. Dass sie mal die Türen zumachen muss. Das ist voll zum Kotzen. Lass mal erfrischen. Sie hat uns ja doch schon ganz schön eine geklatscht, würde ich mal sagen. So. Come on. No. Come on. Komm. Das macht mich echt voll fertig. Ah, oh, hier ist eine Uhr zum Speichern. Und das werde ich auch erstmal tun. Tun. Ach. Immer wieder schön, wenn uns Daniela jagt. Dann fühle ich mich direkt heimisch. Zum Glück spiele ich das nachmittags und nicht abends, wie ich sonst immer getan habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann weniger Angst habe. Ich hoffe es doch. Hey, was ist das? Skizze des Hauses. Ich weiß, was passiert, wenn man eine Tür aufschließt, also werde ich das erstmal lassen. Und wir wollen uns mal die Skizze des Hauses anschauen. Karte. Altes Herrenhaus, erste Etage. Mhm. Ach. Da sind auch die Speicheruhren angezeigt, glaube ich. Zweite Etage, dritte Etage, ja, nee, ist klar. Vorgarten. Ja, super. Und ich komme gleich wieder. Man sieht sich gleich. So. Dann wollen wir mal schnell weiter. Yui. Oh Gott, ey. Come on. Ich werde hier noch bekloppt. So, luminizant. Come on. Komm her. Man muss den Luminisanten nämlich genauso wie den davor in diese Lampe locken. Nein! Daniela kommt an. Ich hatte gerade ziemliche Panik. Ah, oh, sorry Leute, dass ich so leise bin. Nein! Doch echt nicht. Kann man sich noch so doof anstellen? Oh. Scheiße. Scheiße. Nein! Nein! Toll, der Hund rennt im Kreis. Ach, fick dich doch, du Hund. Nein! Ach Gott, nein. Oh, weißt du was? Nein! Ach, fuck. Shit.
Jetzt kämpfe ich gegen sie. Oh! Bitch slap. Oh! Ich bin tot. Nein. Oh Gott. Nein! Geh da durch. Oh fuck! Ich bin tot. Scheiße. Steh auf! Okay, ich bin tot. Oh! Sie ist tot, oder? Nee. Ja. Nein! Komm schon! Nein! Oh Gott. Ach Gott, du bist so doof. Wohin läufst du denn? Jawoll! Schnell hier benutzen, Ja, okay. Nein! Nein! Nein, das gibt's jetzt echt nicht, ne? Ach, da hab ich's jetzt echt nicht. Ei. Warum? Ich will die ganze Folge nicht nur weglaufen. Nein, Huey. Steck mich wieder da, vielleicht bringt sie ja was. Ich glaube eher nicht. Oh Gott. Ich mag Daniela nicht. Mm-mm. Da kommt sie gleich. Komm schon. Verzieh dich, du doofe Alte. Echt nicht. Das gibt's echt schon nicht mehr. Ich Oh fuck. Warum? Hm.
Ah, lass Yui in Ruhe! Miststück. Scheiße. Ich bin gerade ziemlich fertig. Oh nein. Oh. Kann sie sich auch mal entscheiden, wo sie lang... Nein. Sie kann sich echt nicht entscheiden, wo sie lang möchte. Yui. Ey, das gibt's ja echt mal nicht. Was ist mit der? Ist die bescheuert oder so? Jetzt dreht sie sich bestimmt gleich wieder um. Ah, ja. Wenn die mich findet, dann schrei ich. Dann lasse ich mich töten. Oder auch nicht. Ja, sorry Leute, ich wollte eigentlich schon einen Cut machen. Aber gerade geht's nicht. Gut, dass ich nichts geschafft habe in dieser Folge. Das ist alles Danielas Schuld. Jetzt bleib bitte weg. Bescheuertes Psycho-Vibe, du. Die ist immer noch da. Das gibt's ja echt nicht. Wie hartnäckig wird die denn? Sie soll putzen gehen. Ja, ne? Ich würde mal sagen, dass ich an dieser Stelle einen Cut mache. Es tut mir wirklich leid, dass ich nichts geschafft habe, weil... ich weiß auch nicht, ich habe mich erstmal doof angestellt und dann hat mich noch Daniela die ganze Zeit gepackt und ach, es ist einfach nur zum Mäusemelken ist es. Ich hoffe, wir kommen nächstes Mal weiter und ich, ja, ich habe Angst. Also, tschüss.